Okay. Nächstes Level. Ich werde direkt angegriffen von meinem Lieblingsgegner. Klar, klar. Okay. Dann schauen wir doch einfach mal. Wenn ich das hier so ansehe. Ui! Ja, okay. Aber zumindest sind ein Haufen von denen schon mal tot. Ah, hier mal Leben. Und hier haben wir schon ein Secret. Oh, Alter! Och, come on! Ah, ich hasse sie! Ich hasse sie so sehr! Sie sind so unfair! Sie sind so unfair! Sie sind so unfair, ne? Ja, 26%, das passt, oder? Ich habe da noch was zu erledigen, und zwar hier. Haha. Immerhin, wieder viel Leben auch. Das ist immerhin positiv. So. Dann haben wir hier. Alter, das ist doch nicht mehr normal. 31%. Dankeschön. Die Typen sind so pervers. Es ist nicht mehr schön, ey. Also wirklich, ich meine, dass das Gegner hier viel Schaden machen, okay. Wenn man ihn vermeiden kann, okay. Muss man halt, ich sag mal, das Ganze durch Können ausgleichen. Aber das geht gegen die doch gar nicht. Wie soll man das machen? Da muss man doch echt Glück haben, dass die gerade nicht in der Laune sind zu schießen. Die schießen, bevor die Tür offen ist. Wenn ich so an der Tür stehe. Die Typen sind einfach nur unfair. Die können einen auch von viel zu krassen Winkeln schon befeuern. Ah, zum Glück ein Blasco. Den hebe ich mir auf. Den extra Blasco. War ich hier schon drin? Ich glaube ja. Okay, weiter geht es. Na je, viele Türen. Es könnte gut sein, dass hier dann... Ich hätte jetzt sehr damit gerechnet sogar, dass... dass man damit dann alle aufschreckt. Okay, da sehe ich schon... Sehe ich schon die Schlüsseltür. Da braucht man dann aber natürlich auch erstmal den Schlüssel. Wissen wir aber zumindest schon mal, wo die ist. Na, irgendjemand wurde aufmerksam gemacht auf mich. Mein Leben! Mein Leben!
Aber wie viel Leben die jetzt dafür auch in die Level legen? Ich meine, sie mussten es, sag ich mal, das, anders geht's ja gar nicht bei der Gegnerart. Was mich halt echt ein bisschen wundert ist, also id Software, die Leute müssen gewusst haben, oder bemerkt haben, dass der Gegner ein bisschen unfair ist. Und haben deswegen extrem viel Leben in diese Level gelegt. Warum den Typ nicht einfach, also die Typ nicht einfach fairer machen? Also ich nehme mal schwer an, dass die wussten, wie unfair die Typen sind, weil sonst hätten die niemals so viel Leben hier reingelegt in die Level. Naja, naja, so ist's halt. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich das Spiel mit Sourceport spielen kann. Und nicht, nicht auf das DOS-Kontrollschema, ne, angewiesen bin. Das war dann wahrscheinlich sogar noch mal deutlich schwieriger. Ich will mir gar nicht vorstellen, das dann auf IMDev Incarnate zu spielen. Toll. Ich meine, es wäre schon interessant, das mal zu versuchen. Ja, ist klar. Okay, da speichere ich. Es waren niemals alle. Wie schnell der einfach schießt, das ist unglaublich. Man ist einfach tot. Ey, die Typen machen keinen Spaß. Machen sie halt echt nicht. Das sind richtig unangenehme Kerle und das sind ja noch mehr. Alter! Sterb doch einfach und bleib tot, bitte, danke. Ich hasse die Kerle. Die schießen auch schon aus Winkeln, das ist total unlogisch. Hier scheine ich sie zumindest ein bisschen verwirrt zu haben. Wieder ein bisschen Leben, okay, okay. Immerhin läuft's gerade ganz gut hier jetzt. Der Raum ist kurz davor, geklärt zu sein. Kurz davor, ja. Zack. Sie sind alle tot und wir haben den Schlüssel, ja. Endlich. Könnte sogar sein, dass wir... Ah ne, fast sind wir fertig. Hier haben wir noch Sachen zu erledigen. Ich hoffe, die bleiben keine permanente Gegnerart. Ich hoffe, das ist einfach nur so ein Episode 2 Gegner und dann hat sich das auch wieder. Das fände ich eigentlich ganz gut. Okidoki. Thank you.
Dann geht's jetzt Richtung Tür. Wahrscheinlich sind hier bestimmt auch noch Gegner, oder? Aber wenigstens faire Gegner. Oh je. Dann schauen wir mal, wie wir uns geschlagen haben. Ich meine, es dürfte alles sein. Alles tot. Alle Secrets. Und irgendwelche Treasures muss ich liegen lassen haben. Naja, es ist halb so wild. Der Treasure Counter ist das Äquivalent zum Item Counter in Doom. Der zählt nicht wirklich. Seien wir ehrlich. Who cares? Aber gut, dann würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.